Meine Damen und Herren, ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 7, die zweite Lesung des Gesetzentwurfs der Fraktionen der CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN für ein Gesetz zur Änderung des Hessischen Wohnungsaufsichtsgesetzes, Drucksache 19 zu 19. Wir werden in ein paar Minuten dazu Herrn Caspar als Berichterstatter hören. Hierzu rufe ich auf den Änderungsantrag der Fraktionen der CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN, Drucksache 19 sowie den Änderungsantrag der Fraktion der SPD, Drucksache 19. Als Erstes, Herr Caspar, haben Sie das Wort für die Berichterstattung. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Der Ausschuss für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz empfiehlt dem Plenum mit den Stimmen der CDU und des BÜNDNISSES 90 die GRÜNEN gegen die Stimmen der FDP bei Enthaltung der SPD und der LINKEN den Gesetzentwurf unverändert anzunehmen. Vielen Dank, Herr Caspar. Mich wundert jetzt, dass niemand zu diesem Tagesordnungspunkt reden möchte. Ja, das hätte ich jetzt als Nächstes gemacht, Herr Winterbeyer. Herr Caspar, Sie haben das Wort. Ja, meine Damen und Herren, wir beraten heute in der zweiten Lesung einen Gesetzentwurf, der sich mit dem Thema beschäftigt, wie können wir sicherstellen, dass die neue Bundesgesetzgebung nicht negative Auswirkungen auf den Wohnungsmarkt hat. Was ist neu an der Bundesgesetzgebung? Der Bundesgesetzgeber hat im Mai beschlossen, dass in fast allen Gebieten die Nutzung von Ferienwohnungen zulässig ist. Das ist auch in vielen Gebieten in Hessen ein Gewinn, diese Möglichkeit. Denn wir wissen, dass es manche Räume gibt, in denen die Eigentümer von Wohnungen kaum mehr Mieter finden. Es gibt Leerstände. Und natürlich ist die Möglichkeit, für einen Eigentümer einer Wohnung zu entscheiden, dann biete ich sie z. B. als Ferienwohnung an, dann möbliere ich sie, eine Möglichkeit, wieder Leben in die Wohnung zu bekommen, damit auch Leben in die Stadt und Gemeinde zu bekommen. Und natürlich ist es so, dass Feriengäste auch diejenigen sind, die darüber hinaus Umsätze in Kommunen und in Feriengebiete bringen, also eine Maßnahme, die der Bundesgesetzgeber gemacht hat, die in den meisten Teilen oder in vielen Teilen in Hessen auf Zustimmung gestoßen ist. Gleichwohl müssen wir sehen, dass es insbesondere dort, wo angespannte Wohnungsmärkte sind, auch eine andere Situation sein kann. Ich nenne einmal die größte Stadt in Hessen. In Frankfurt haben wir sehr viele Messeaktivitäten. Da kann es natürlich interessant sein für den ein oder anderen Eigentümer einer Wohnung, statt sie normal zu vermieten, sie umzuwandeln, sie zu möblieren und sie beispielsweise Messegästen anzubieten. Das kann dann ein Problem sein für die anderen Bewohner im Haus. Denn man kann nachvollziehen, wenn in einer Wohnung dann regelmäßig ein Wechsel stattfindet, dass das eine Belastung sein kann. Da entstehen zusätzliche Geräusche, zusätzlicher Lärm, was nicht im Interesse der anderen Bewohner ist. Es kommt auch hinzu, dass das Beherbergungsgewerbe darauf hinweist, dass sie selbst sehr hohe Standards erfüllen müssen. Denken Sie z. B. an den Brandschutz, die andere nicht erfüllen müssen. Und diese sehen das dann auch als einen unfairen Wettbewerb. Das hat uns veranlasst, zu sagen, dann müssen wir als Landesgesetzgeber handeln und haben ein Gesetz eingebracht, mit dem wir nur in den Gebieten, in denen diese angespannten Wohnungsmärkte sind, den Kommunen das Recht geben, eine Satzung zu machen und in der Satzung zu sagen, wenn eine Ferienwohnung gemacht werden soll, bedarf dies einer kommunalen Genehmigung, also der Genehmigung der Bauaufsicht. Und in dieser Satzung kann dann auch genau festgeschrieben werden, für welche Fälle das gilt. Wir wollen kein Totalverbot von Umwandlung von Ferienwohnungen oder in Ferienwohnungen, weil das kann ja in Einzelfällen durchaus sinnvoll sein. Denken Sie z.B. daran, dass es eine Pension gibt, wo der jetzige Inhaber oben auf dem Haus in einer Wohnung selbst wohnt. Und wenn er dann diesen Betrieb aufgibt oder dort auszieht,
dann macht es ja wahrscheinlich eher Sinn, diese Wohneinheit mit in das Beherbergungsgewerbe mit einzubeziehen oder als Ferienwohnung zu nutzen, als in dieser einzelnen Einheit dann einen normalen Mietvertrag zu machen, weil natürlich dieser Mieter dann sehr stark belastet wäre durch die Bewohner, die unten z.B. die Pension nutzen würden. Das wäre so ein Beispiel, wo eine Kommune sicherlich sagt, in dem Fall macht es Sinn, es anders zu nutzen. Insoweit wäre ein totales Verbot, wie es der eine oder andere gefordert hat, falsch gewesen, sondern es macht eher Sinn zu sagen, wir geben der Kommune die Möglichkeit, hier einen Genehmigungsvorbehalt zu machen. Und dann soll in dieser Satzung aber auch festgelegt werden, dass auch hinsichtlich einer temporären Nutzung nicht alles verboten werden soll, sondern denken Sie daran, es gibt Mieter von großen Wohnungen, die z.B. ein freies Zimmer haben oder zwei freie Zimmer haben. Und dann gibt es Studierende, die in die Stadt kommen, bis sie selbst eine eigene Wohnmöglichkeit haben. Haben sie vielleicht durchaus Interesse, temporär mal einen Raum zu nutzen oder anzumieten, das, was man so schön auch als Homesharing bezeichnet. Wenn es dazu führt, dass leerstehender Raum temporär zusätzlich genutzt wird, ist es ja ein positiver Effekt, und den wollen wir natürlich auch nicht verbieten. Das ist auch der Grund, warum wir eben zur heutigen Plenarsitzung noch einen Änderungsantrag eingebracht haben, aus Erkenntnissen, die wir aus der Anhörung gewonnen haben, um insbesondere für die Homesharer die Situation zu berücksichtigen. Aus meiner Sicht könnte daher heute dem Gesetz zugestimmt werden und diesem Änderungsantrag. Wir stimmen dem Änderungsantrag der SPD nicht zu, weil er verschiedene Punkte aufgreift, die unseres Erachtens schon ausreichend geregelt sind oder die keiner Regelung bedürfen. Deswegen könnten wir aus unserer Sicht das auch heute schon beschließen. Falls eine Fraktion eine dritte Lesung beantragt, würden wir dann am Donnerstag erneut noch einmal darüber sprechen können. Vielen Dank, meine Damen und Herren, und ich würde mich über eine Zustimmung für unser Gesetz sehr freuen. Vielen Dank. Danke, Herr Caspar. Für die FDP-Fraktion erteile ich Herrn Lenders das Wort. Ja, vielen Dank, Herr Präsident, meine Damen und Herren. Für uns bleibt der Gesetzentwurf ein Ablenkungsmanöver, ein typischer Fall von Placebo-Aktionismus, der die Untätigkeit dieser Landesregierung etwas überdecken soll. Meine Damen und Herren, Sie werden das Wohnungsproblem in Frankfurt nur lösen, wenn Sie mehr Angebot schaffen, aber nicht mit dem, dass Sie ein Gesetz machen, das neue Geschäftsmodelle verbieten soll. Meine Damen und Herren, auch die vorliegenden Änderungsanträge, die sich ja aus der Anhörung ergeben haben, machen in keinster Weise das Gesetz besser. Ich verweise jetzt nur einmal auf den Vertreter des Landes und der Hansestadt Hamburg hin, der uns quasi gesagt hat, wir haben das in Hamburg auch gemacht, und wir hatten die allergrößten Probleme mit dem Begriff der Ferienwohnungen. Ferienwohnungen, ein nicht bestimmter Begriff, der in diesem Gesetz drin ist. Wenn jetzt Juristen klatschen, muss ich irgendwas richtig gemacht haben, meine Damen und Herren. Das Gleiche gilt auch für die Beschreibung eine kurzzeitige Zwischennutzung. Was ist kurzzeitig? Sind das 3 Tage, 3 Monate oder 3 Jahre? Da hat jeder ein sehr persönliches Gefühl, was kurzfristig ist. Meine Damen und Herren, der Vertreter der Stadt Hamburg hat recht, wenn er einfach Ihnen ins Stammbuch geschrieben hat, dieses Gesetz ist handwerklich schlecht gemacht. Und auch die Zielrichtung eines Unternehmens wie Airbnb, die ja von sich aus auch Kompromissvorschläge gemacht haben, da ist man überhaupt nicht darauf eingegangen, weil die Stadt Frankfurt auch keine Änderungen vornehmen lassen wollte. Man könnte beinahe meinen, dass
dass dieses Gesetz aus der Feder der Stadt Frankfurt quasi stammt. Hier geht es darum, dass die gewerblichen Besucher während der Messe eben nicht privat genutzte Räume nutzen dürfen, sondern dass sie sozusagen dann auch in den Hotels unterkommen müssen. Meine Damen und Herren, dann lassen Sie uns einmal darüber unterhalten, wie wir im Raum Frankfurt, im Rhein-Main-Gebiet, auch was das Angebot von Hotels ausweisen können und vor allen Dingen auch von preiswerten Hotels. Es ist nicht unsere Aufgabe, sich in unternehmerische Entscheidungen einzumischen, aber dass wir einen Bedarf haben an Hotels, an Unterkünften, was auch in der preiswerten Kategorie ist. Ich glaube, jeder, der einmal zur Messe in Frankfurt war, weiß das. Und ich kann das auch nicht nachvollziehen. Wir haben eine Stadt Hannover, die mit Sicherheit genauso ein großer Messestandort ist wie Frankfurt. Und die Stadt Hannover fordert ihre Bürgerinnen und Bürger auf, während der Hannover-Messe private Unterkünfte zur Verfügung zu stellen, um den Messebesucher ein adäquates Angebot zu machen. Ich habe keine Ahnung, was hier die Stadt Frankfurt eigentlich reitet. Meine Damen und Herren, wenn wir uns dann auch noch anschauen, über wie viele Angebote wir uns dort unterhalten, das sind rund 1.000 Angebote auf Sharing-Portalen für die Stadt Frankfurt. 1.000 Angebote. Und dort greifen wir so stark ins Eigentum ein, dass man sich dann schon einmal fragen muss, ist denn die Verhältnismäßigkeit denn hier überhaupt noch gewahrt? Sind denn die Menschen, ist es denn überhaupt noch ihre eigene Wohnung oder wird ihnen vorgeschrieben, was sie mit ihren Wohnungen dann zu machen haben? Meine Damen und Herren, was dann das auch mich dann schon befremdet, und die SPD hat es ja im Grunde in ihrem Änderungsantrag auch einmal deutlich gemacht, es ist nichts anderes als ein Zweckentfremdungsgesetz, wo sich die CDU permanent über Jahre hinweg gewehrt hat. Wenn die Linken im Hause solche Anträge gestellt haben, dann war das immer des Teufels. Aber wenn es die CDU macht, dann soll es für irgendwas gut sein. Alleine, da fehlt mir der Glaube. Meine Damen und Herren, und eins wird auch an der Stelle noch sehr deutlich. CDU und Grüne haben den ganzen Bereich oder die ganze Frage der Digitalisierung nicht verstanden. Wir haben mit der Share Economy, mit der Frage von Airbnb, Geschäftsmodelle, die für uns neu sind, die in die vorhandenen Antworten, die Politik gegeben hat, nicht hineinpassen. Meine Damen und Herren, wir als Politik müssen aber nicht nur diese neuen Herausforderungen, die die Digitalisierung mit sich bringt, nicht nur verstehen, sondern wir müssen sie auch richtig beantworten. Solche Verbotsgesetze, solche Zweckentfremdungsgesetze, wie die jetzt von der Landesregierung vorgelegt worden sind, mit Sicherheit nicht die richtige Antwort. Wir bleiben bei unserer Ablehnung des Gesetzes. Vielen Dank. Danke, Herr Lenders. Für die SPD-Fraktion erteile ich Herrn Siebel das Wort. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich will mal genau bei den Einlassungen beginnen, die Herr Lenders hier zum Besten gegeben hat. Er hat sich ja so echauffiert darüber, dass dieses Gesetz Teile und Elemente davon hätte, einer Zweckentfremdung von Wohnraum auch durchaus zu entsprechen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ja, in einer Situation, in der wir angespannte Wohnungsmärkte haben und in einer Situation, das ist jetzt eine simple Weisheit, Herr Lenders, in der Wohnungen auf einem nicht mehr vermehrbaren Gut erbaut werden, nämlich auf Grundstücken. Die Anzahl von Grundstücken ist endlich. In einer solchen Situation muss man, wenn man staatlich und ordnend eingreifen will, und das wollen wir, dann muss man Prioritäten setzen und sagen, ja, wir wollen Wohnraum, nein, wir wollen anderes nicht. Und das ist einer der Bestandteile dieses Gesetzes. Deshalb, meine sehr verehrten Damen und Herren, hatte ich bereits im Rahmen der ersten Lesung zum Ausdruck gebracht, dass wir den Vorstoß im Grundsatz für richtig halten, in angespannten Wohnungsmärkten die Umwandlung von Wohnraum in Ferienwohnungen zu verhindern oder zu erschweren. Und da bin ich mit Herrn Caspar auch einig, natürlich nur in angespannten Wohnungsmärkten.
Wir haben in der Anhörung gelernt, also ich habe es schon vorher gewusst, aber sozusagen das Hessische Parlament in seiner Gesamtheit und Schönheit hat in der Anhörung gelernt, dass es neue Formen der Vermittlung von Wohnraum gibt, der für kurzfristige Aufenthalte gibt und sich auf die Nutzung der eigenen Wohnung bezieht, die wegen Abwesenheit nicht genutzt wird, also wegen Studienaufenthalt oder wegen längerer beruflicher Abwesenheit oder einfach deshalb, weil man ein Zimmer übrig hat, was man jemandem zur Verfügung stellen möchte. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir haben auch dieses aus der Anhörung aufgenommen. Wir haben es im Sinne von Herrn Lenders konkretisiert und auf die Nutzung auf 90 Tage pro Jahr begrenzt. Ich glaube, das ist ein ausgewogener und abgewogener Vorschlag, der auch die notwendige Konkretisierung beinhaltet, die in dem Änderungsantrag, den BÜNDNIS 90 die GRÜNEN und die CDU eingebracht haben, sich nicht wiederfindet. Ich bedauere es ein bisschen, dass die anderen wertvollen Anregungen, und deshalb beantragen wir auch die dritte Lesung, aus der Anhörung nicht aufgenommen worden sind. Zuallererst nenne ich die Aufnahme der Zweckentfremdung in dieses Gesetz. Hier wäre es richtig aufgehoben. Wir haben das ja schon öfter diskutiert, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich finde es ein bisschen unverantwortlich vor dem Hintergrund, dass, wenn ich die Zeitungslandschaft gerade in den letzten Wochen mal wieder intensiv und richtig gelesen habe, dass wir überall in den angespannten Wohnungsmärkten verheerende Wohnungssituationen haben. Jetzt haben wir die Chance, Zweckentfremdung in diesen Wohnungsmärkten, das heißt die Umwandlung von Wohnungen in Büroraum, zu verhindern, dort festzuschreiben. Und ich glaube, das wäre an dieser Stelle richtig und endlich auch einmal durchzusetzen. Und als Drittes, meine sehr verehrten Damen und Herren, das will ich auch noch einmal akzentuieren, wir haben, und das ist keine Mehrheit, aber es ist ein gesellschaftliches Problem. Wir haben in Kommunen Liegenschaften, die offensichtlich von den Besitzern missbraucht werden zu Spekulationszwecken. Also ich kann mich gut erinnern, wir hatten in meiner Heimatstadt einmal eine Liegenschaft gehabt, die ist über viele Jahre, ja Jahrzehnte vom Besitzer mutwillig nicht instand gesetzt worden und für den Wohnungsmarkt zur Verfügung gestellt werden. Dieser Besitzer hat sich quasi ein Hobby daraus gemacht, Verwaltung zu ärgern. Und wir hatten mit den uns zur Verfügung stehenden Mitteln, die aktuell im Hessischen Wohnraumaufsichtsgesetz drinstehen, keine mögliche Handhabe gehabt, dort auf diesen Besitzer dieser Liegenschaft Einfluss zu nehmen. Und, meine sehr verehrten Damen und Herren, ein solcher Schandfleck in einer Kommune, und Sie kennen das alle, die in Großstädten zumindest wohnen, wissen, dass das bei der Bevölkerung richtig blöd ankommt. Es ist nicht zu vermitteln, dass aufgrund von Spekulationsüberlegungen Häuser leer stehen, verfallen und nicht über Sanierungen dem Wohnungsmarkt wieder zugeführt werden. Ich finde, das sind wir auch den Bewohnerinnen und Bewohnern verantwortlich in den Städten, die Wohnungsraum suchen und sehen, da ist einer frei, aber ein Privater benutzt das zu Spekulationszwecken. Deshalb müssen wir da eingreifen und handeln. Und wie kann dieses Handeln aussehen? Wir haben das in dem Gesetz aufgeschrieben. Das soll bedeuten, dass im Rahmen der Vorwegnahme diese Wohnungen wiederhergestellt werden und im Zweifelsfall sogar, dass solche Liegenschaften von einem Treuhänder übernommen werden, der dann im Sinne der öffentlichen Hand diese Wohnungen auch dem Wohnungsmarkt wieder zuführt. Meine sehr verehrten Damen und Herren, das waren alles Aspekte. Das ist nichts in meinem oder gar dem kollektiven verschwurbelten Gehirn der SPD-Fraktion entstanden, sondern das ist etwas, was sich in Hamburg bewährt hat, was dort gemacht wird, was dort vorgetragen worden ist von dem Kollegen aus dem Ministerium. Wir schlagen vor, dass für die Wohnungsmärkte in angespannter Situation in Hessen hier genauso zu machen. Und ich sage es noch einmal abschließend. Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir sind es den Bürgerinnen und Bürgern schuldig, dass wir in der Tat diejenigen hart angehen, die mit Wohnraum auf derartige Weise spekulieren. Jeder, der tatsächlich in seinem wirklichen Leben mit harter Arbeit sein Geld verdient, schüttelt darüber den Kopf, dass Hausbesitzer, einige wenige, ihre Häuser zerfallen lassen
und damit spekulieren. Und das, meine sehr verehrten Damen und Herren, wollen wir verhindern. Und zu diesem Zwecke haben wir diese Änderungsanträge eingebracht. Herzlichen Dank. Nächste Wortmeldung. Frau Abg. Feldmayer für die Fraktion BÜNDNIS 90 DIE GRÜNEN. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Es ist erfreulich zu sehen, dass unser Gesetzesvorschlag sehr gut ankommt. Auf der einen Seite die FDP, der Gesetzesvorschlag viel zu weit geht, die sagt, das ist ein Verbotsgesetz. Auf der anderen Seite die SPD, die sagt, es müsste viel weiter gehen. Wir sind genau in der Mitte, und ich glaube, da sind wir auch genau richtig. Und auch die Anhörung hat gezeigt, dass dieser Gesetzesvorschlag sehr positiv angekommen ist, vor allen Dingen bei den Kommunen, die einen angespannten Wohnungsmarkt haben. Also von daher ist diese Anhörung anscheinend an der FDP-Fraktion komplett vorbeigegangen. Herr Caspar hat schon sehr gut erläutert, dass mit dieser Gesetzesänderung die Kommunen per Satzung weiter gegen die Zweckentfremdung von Wohnraum als Ferienwohnung vorgehen können. Und das wäre ohne eine entsprechende Initiative von Landesseite aus nach der Änderung auf Bundesebene überhaupt nicht mehr möglich. Und die 1.300 Wohnungen, die in Frankfurt in den letzten Jahren wieder zurückgewonnen werden konnten aus der Feriennutzung, die wären für immer verloren, wenn wir jetzt diese Gesetzesänderung nicht einbringen würden. Und ich glaube, es würden auch noch mehr werden. Deswegen ist es gut, dass wir uns heute darüber unterhalten. Und da muss ich mich doch auch wundern. Da muss ich mich aber auch wirklich wundern, dass es der FDP-Fraktion anscheinend völlig egal ist, dass 1.300 Wohnungen dem Wohnungsmarkt entzogen werden in der Situation, in der wir uns befinden. Sehr wundern muss ich mich darüber. Meine Damen und Herren, wir haben nach der Anhörung noch einen Änderungsantrag eingebracht. Herr Caspar hat es schon sehr gut vorgestellt. Zum einen stellen wir klar, dass bereits genehmigte Ferienwohnungen Bestandsschutz genießen. Und zum anderen soll es eine Regelung geben, die definiert, inwieweit eine kurzzeitige Zwischennutzung bei Abwesenheit des Bewohners sowie die Vermietung eines geringen Teils der selbstgenutzten Wohnung, z. B. im Rahmen von Homesharing-Modellen, von der Genehmigung freigestellt werden. Und die Regelung, die die FDP in ihrem Änderungsantrag vorschlägt, dass pauschal SPD, Entschuldigung, dass pauschal 90 Tage sogenanntes Homesharing erlaubt ist, finden wir ganz und gar nicht zielführend. Ich finde wirklich, das sollten wir den Kommunen selbst überlassen, ob sie jetzt 90 Tage machen, 30 Tage oder wie auch immer sie das regeln. Ich finde, diese Freiheit sollten wir den Kommunen schon selber lassen. Unsere Devise bei diesem Gesetzentwurf ist, wir wollen den Kommunen hier schnell und unbürokratisch mit einem schlanken Gesetz helfen und ihnen eben nicht vorschreiben, im Gegensatz zur SPD, was sie in ihre Satzungen schreiben sollen. Meine Damen und Herren, bezahlbarer Wohnraum ist gerade in den Ballungsräumen Mangelware. Und genau deshalb müssen wir um jede Wohnung kämpfen. Und genau das tun wir mit diesem Gesetzentwurf. Und ich würde mich auch über die Unterstützung von den anderen Fraktionen freuen. Denn ich glaube, es ist nötig, dass wir nicht nur dafür sorgen, dass sozialer Wohnraum gebaut wird. 1,2 Milliarden € sind dafür bereitgestellt. Das wurde schon angesprochen. Die Mietpreisbremse haben wir. Bauland wird aktiviert, aber es ist auch wichtig, dass Wohnungen dem Wohnungsmarkt nicht verloren gehen durch eine Ferienwohnungsnutzung. Meine Damen und Herren, es wurde schon angesprochen, ja, Homesharing kann attraktiv sein. Es hat Vorteile. Es ist auch schön, wenn man privat irgendwo unterkommen kann. Es ist schön, wenn man vielleicht günstig irgendwo unterkommen kann. Aber es kann auch Nachteile haben. Darauf wurde auch schon hingewiesen, z.B. Lärm oder auch Hygienebestimmungen, die nicht eingehalten werden, und so weiter und so fort. Aber ich glaube, wenn der Nachteil ist, dass Wohnungen dauerhaft dem Wohnungsmarkt entzogen werden in einer Stadt wie Frankfurt am Main, dann muss man sich das genau anschauen, liebe FDP-Fraktion. Und das hat nichts damit zu tun, ob man das versteht, das Homesharing-Modell oder nicht. Das ist ein Modell, womit man Geld verdienen will, ist ja auch nichts Schlimmes, ist auch alles in Ordnung, haben wir überhaupt nichts dagegen. Aber wenn es dazu führt, dass Wohnungen dem Wohnungsmarkt verloren gehen, dann sagen wir nein, das ist uns nicht egal.
Meine Damen und Herren, mit dem Gesetz sind wir schnell und pragmatisch den Wünschen der Kommunen in Hessen entgegengekommen. Das ist sehr wichtig, denn es ist nicht nur notwendig, neuen Wohnraum zu schaffen, Mieten einzudämmen, sondern auch bestehenden Wohnraum zu erhalten. Wohnen darf kein Luxus sein. Vielen Dank. Nächste Wortmeldung, Herr Kollege Schaus, Fraktion DIE LINKE. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Leider bleiben wir auch nach der Anhörung zum Wohnaufsichtsgesetz dabei. Der vorliegende Entwurf zur Änderung des Hessischen Wohnaufsichtsgesetzes reiht sich auch nach dem Änderungsantrag der schwarz-grünen Regierungsmehrheit in eine ganze Reihe von halbherzigen und mutlosen Initiativen zur Bewältigung der massiven Wohnraumprobleme, insbesondere in den Ballungsräumen und Hochschulstandorten ein. Ich bedauere es außerordentlich, dass nach der Ablehnung unseres umfassenden Gesetzentwurfs gegen Zweckentfremdung und Leerstand nun diese Änderung am Wohnaufsichtsgesetz quasi als Alibi und als Arbeitsnachweis für die Regierung dienen soll. Ich bleibe dabei. Eine wirksame Maßnahme gegen den Leerstand oder die Zweckentfremdung von Wohnungen vorzugehen, ist das nicht. Es bleibt dabei, dass bei Ihrem erst im März vorgelegten Gesetzentwurf gerade einmal ein einziger Punkt von Zweckentfremdung, nämlich deren Nutzung als Ferienwohnung, geregelt wird. Mit dem Änderungsantrag von Schwarz-Grün wird zudem das äußerst zögerliche Verhalten der Landesregierung auf diesem Gebiet zudem noch weiter eingeengt. Ihr Gesetz wird also noch dünner, als es schon war, und das ist gemessen an der Wohnungssituation in vielen hessischen Städten kontraproduktiv. So lassen Sie den unbestimmten Rechtsbegriff kurzzeitige Zwischennutzung stehen, den die Kommunen sowie auch die Anbieterinnen und Anbieter von Homesharing ziemlich ratlos zurücklassen wird. Wesentlich besser ist da die Formulierung der SPD im Änderungsantrag, der zumindest eine klare Regelung von 90 Tagen im Jahr für Homesharing-Vermietungen fordert. Wir stimmen diesem als auch dem Anliegen der SPD zu, den besonders von Mietpreissteigerungen betroffenen Kommunen in ein weitergehenderes eigenständiges Recht mittels Satzung gegen Zweckentfremdung vorgehen zu können. Aber ich bin mir sicher, dass dieser Antrag, Herr Caspar hat es ja schon angekündigt, ebenso heute Abend in der Ausschusssitzung abgelehnt werden wird, wie unser von Ihnen bereits im März abgelehntes umfangreiches Gesetz gegen Leerstand und Zweckentfremdung. Es bleibt daher dabei, der Antrag der Regierungskoalition ist mutlos, rechtlich unklar und wird daher auch keine Hilfe im Kampf gegen den Mangel von Wohnraum sein. Dabei wäre es dringend notwendig, endlich wirkungsvoll und nachhaltig gegen Wohnraummangel vorzugehen. In der vergangenen Woche haben wir die wenig überraschende Antwort auf unsere Kleine Anfrage zum Bestand von Sozialwohnungen in Hessen erhalten. Gerade noch etwas mehr als 93.000 Sozialwohnungen gab es demnach zum 31.12.2016 in Hessen. Wir verzeichnen damit einen weiteren dramatischen Rückgang von über 7.000 Wohneinheiten in einem Jahr. Während sich der Rückgang in den vergangenen Jahren im Schnitt um bedauerliche 4.000 Wohnungen im Jahr einpendelte, war im Jahr 2015 sogar ein Rückgang von 12.000 Wohnungen zu verzeichnen. Gleichzeitig wächst die Zahl der registrierten anspruchsberechtigten Haushalte auf über 46.000 an, wobei dies nur diejenigen sind, die die Hoffnung auf eine bezahlbare Wohnung noch nicht aufgegeben haben oder auf dem privaten Wohnungsmarkt schlicht keine Wohnung erhalten.
Aus Frankfurt wird berichtet, dass dort die Zahl der Sozialwohnungsberechtigten mittlerweile 41% der Einwohner beträgt. 41%. Das ist also mehr als das Zehnfache der registrierten Wohnungssuchenden. Das muss man sich einmal vorstellen, meine Damen und Herren. Besonders vielsagend ist auch im Übrigen die Erklärung der Landesregierung, dass die Förderprogramme und Fördermittel, die sie gestartet haben, nicht ausreichen, um den Rückgang von Sozialwohnungen zu kompensieren. Den Rückgang. Also, es geht weiter nach unten. Eine größere Bankrotterklärung hätte selbst wir Ihnen nicht ausstellen können, Frau Ministerin. Das muss ich leider an dieser Stelle sagen. Obwohl die Situation auf dem Wohnungsmarkt sich schon vor etlichen Jahren abzeichnete, wurden sowohl unter Schwarz-Gelb als auch unter Schwarz-Grün keine wirksamen Gegenmaßnahmen getroffen. Bezahlbare Wohnung ist aber eine soziale Frage. Aber diese soziale Frage konsequent anzugehen, waren weder FDP damals noch heute CDU und auch die GRÜNEN nicht bereit. Bestrebungen, gegen die heutige Situation auf dem Wohnungsmarkt entgegenzutreten, sind aber notwendig. Nehmen wir z.B. die Bindungsfristen. Anstatt die drastische und vielfach kritisierte Verringerung durch Ihre Vorgängerregierung wieder rückgängig zu machen, haben Sie, Frau Ministerin, und auch Ihre Fraktion diese gar noch verteidigt. Es wären aber dringend Verlängerungen der Bindungsfristen notwendig, damit auch Nachwirkungsfristen überhaupt wieder Sinn machen und Wohnungen in der Bindung gehalten werden. Stattdessen debattieren wir heute in der zweiten und am Donnerstag in der dritten Lesung über ein kaum wirkungsvolles Zweckentfremdungsgesetz Leit-Leit. Meine Damen und Herren, wir kommen mit der Geschwindigkeit, die Sie als Landesregierung vorgeben, nicht voran. Im Gegenteil, unter Schwarz-Grün sind mehr Sozialwohnungen verloren gegangen als jemals zuvor. Anstatt aber diese vorhersehbaren Entwicklung entgegenzuwirken, vertrösten Sie mit Programmen, von denen Sie selbst sagen, dass diese nicht ausreichen, um die Entwicklung umzukehren. Für Mieterinnen und Mieter in Hessen bleibt aber nur die Hoffnung, dass die von Fehleinschätzung, Gentrifizierung und mieterfeindlichen Wohnungspolitik nach der Landtagswahl im kommenden Jahr endlich ein Ende finden wird. Vielen Dank. Das Wort hat Frau Ministerin Hinz. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Ich will dann mal wieder auf den Gesetzentwurf zurückkommen und den Änderungsantrag. Denn es geht ja darum, dass mit diesem Gesetzentwurf der Zustand wiederhergestellt werden soll für die Städte und Gemeinden, die vor einer rechtlichen Änderung des Bundes vorhanden war. Da war es nicht möglich, reguläre Wohnungen in Ferienwohnungen ohne Genehmigung umzuwandeln, und der Bund hat dieses geändert. Das ist sicher sinnvoll für Kommunen an den Küsten. Es ist sinnvoll für viele Kommunen, die vom Tourismus leben und die ansonsten keinen angespannten Wohnungsmarkt haben. Da ist es wunderbar, wenn dort Ferienwohnungen entstehen, weil dort auch regionale Wertschöpfung dann dort vorhanden ist. Aber wir müssen einfach sehen, dass überall da, wo wir angespannte Wohnungsmärkte haben, dass es da notwendig ist, jede Wohnung möglichst als reguläre Wohnung zu erhalten. Und darum geht es mit diesem Gesetzentwurf. Wir wollen den Kommunen die Möglichkeit geben, hier widerrechtliche Umwandlungen zu ahnden. Die Stadt Frankfurt hat in den letzten 4 Jahren 1.300 Wohnungen wieder zurückgeführt
von der Umwandlung in Ferienwohnungen. Jetzt mögen Sie sagen, das reicht nicht, aber ich sage Ihnen, jede Wohnung, die fehlt, ist eine zu viel. Das ist doch völlig klar. Und natürlich müssen wir zusätzlich noch sehen, dass Wohnungen gebaut werden. Das ist doch aber hier überhaupt nicht die Frage, sondern die Frage ist, ob nicht zusätzlich Wohnungen auch noch zweckentfremdet werden für eine aus Sicht der Eigentümer sinnvolle Geschichte, nämlich dass sie mehr Geld verdienen, als wenn sie regulär eine Wohnung zur Miete abgeben. Ich weiß, dass wir im Ausschuss bei der Anhörung erfahren haben, dass es vor allen Dingen für die Stadt Frankfurt, aber auch für andere Städte in Hessen sinnvoll ist, dieses Gesetz, so wie die Koalitionsfraktionen es vorgelegt haben, zu machen. Und ich bin auch sehr froh, dass es jetzt noch einmal einen Änderungsantrag gibt, der den Kommunen freistellt, zu entscheiden, wie sie das eigentlich in ihrer Satzung regeln wollen. Weil, Herr Lenders, es hat niemand etwas gegen Shared Economy oder dagegen, dass es einen Wohnungstausch gibt oder kurzfristige Vermietungen als Ferienwohnung, wenn man selbst auch in Ferien ist, oder dass Studierende ihre Wohnung tauschen, wenn sie ein Auslandssemester machen. Das ist vollständig d'accord. Es geht darum, dass es nicht sinnvoll ist, Wohnungen grundsätzlich umzuwandeln in Ferienwohnungen und sie dem regulären Mietmarkt zu entziehen. Das ist der Punkt. Und ich glaube, dass sehr wohl die Kommunen entscheiden können, was das bedeutet, ob sie das für 60 Tage oder 90 Tage freigeben. Es kann ja auch sein, dass sie das je nach angespannten Mietmärkten variieren. Ich glaube, dass die kommunale Selbstverwaltung in der Lage ist, eine solche Entscheidung für sich zu treffen. Das hat sie bislang nämlich auch schon gekonnt. Warum sich das plötzlich ändern soll, erschließt sich mir nicht. Und, meine Damen und Herren, die Frage von Ferienwohnungen, was eine Ferienwohnung ist, ist auch geklärt. Ich habe mich da etwas gewundert über den Vertreter, in diesem Fall der Hansestadt Hamburg. Die Ferienwohnungen mit ihrer Definition sind in § 13a Baunutzungsverordnung ganz klar geregelt. Da gibt es überhaupt kein Vertun. Und von daher glaube ich, ist das in dem Gesetzentwurf auch ausreichend definiert. Meines Erachtens ist auch die Frage der Instandhaltungsregelung im Wohnungsaufsichtsgesetz ganz klar geregelt, weil jetzt schon es möglich ist, dass eine Gemeinde die Möglichkeit hat, ein Gebäude unter Zwangsverwaltung zu stellen, was ja ein immenser Eingriff in Eigentum ist. Ja. Und der Zwangsverwalter kann dann die erforderlichen Sanierungs- und Instandsetzungsarbeiten vornehmen lassen. Nach deren Abschluss werden die Wohnungen dann zu ortsüblichen Vergleichsmieten wieder vermietet. Auch das ist jetzt schon geregelt. Warum man da noch einmal einen Passus brauchen sollte, erschließt sich mir ehrlich gesagt nicht. Aber das kann ja nachher im Ausschuss vom Kollegen Siebel auch noch einmal dargelegt werden. Also, meine Damen und Herren, es ist keinesfalls ein Placebo, sondern es ist eine Möglichkeit, alle Wohnungen, die notwendig sind für den regulären Wohnungsmarkt zu behalten. Insofern halte ich den Gesetzentwurf für einen wichtigen Schritt, auch in Hessen, um die Kommunen weiter bei ihren Anstrengungen zu unterstützen, Mietwohnungen zur Verfügung zu stellen. Herzlichen Dank. Vielen Dank. Meine Damen und Herren, wir haben damit die zweite Lesung vollzogen. Es ist beantragt eine dritte Lesung. Dann beschließen wir, dass wir zur Vorbereitung der dritten Lesung den Gesetzentwurf in den Ausschuss ULA
überweisen. Ich weise darauf hin, dass die Sitzung 204 im Anschluss an die Tagesordnung für heute dort stattfindet.